Herzlich willkommen zu Qorborn, Nations of the Ultra-Core. In dieser faszinierenden Welt erwarten dich epische Schlachten, strategisches Gameplay und eine unvergleichliche Spielerfahrung. In Qorborn Nations of the Ultra-Core ist Teamarbeit der Schlüssel zum Erfolg. Schließe dich anderen Spielern an und arbeite zusammen, um die mächtigsten Allianzen zu bilden und die feindlichen Nationen zu besiegen. Nutze deine Fähigkeiten und Ressourcen, um deinen Einfluss zu erweitern und die Welt von Ultra-Core zu beherrschen. Qorborn soll ein kostenloses, soziales Survival-Sandbox-Spiel in einer Fantasiewelt werden, das aus drei Komponenten besteht: die Welt von Tormentorsia als Survival-Sandbox, die Hauptstadt Qorheim als Social Hub und Abenteuer, die es zu erkunden gibt. Man startet, wie ihr gesehen habt, in Qorheim. Aktuell ist in der Alpha-Version keine Interaktion mit NPCs möglich, aber wie ihr sehen könnt, sieht das schon mal sehr gut aus. Hier lässt sich erahnen, dass es möglich sein wird, mit den NPCs, Rüstung und mehr, zu handeln. Durch dieses Portal werden wir jetzt in die Welt losgelassen. Jetzt fängt das Überleben erst richtig an. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, kann man sehr hoch bauen, wie es bereits ein Spieler gemacht hat. Und ich bin erstmal orientierungslos. Hier ist das Inventar und die Ausrüstungsplätze, das Crafting, was sehr umfangreich werden soll, und die ausführliche Hilfe. Eine Map ist aktuell nicht zu sehen. Es sollen noch viele Dinge dazu kommen, also lasst euch überraschen. Leider habe ich in einem Twitch-Livestream nicht gefragt, ob es dann auch auf Deutsch übersetzt wird. Aber aktuell sieht es nicht so aus. Nachdem ich ein wenig rumgelaufen bin und Ressourcen gesammelt habe, kann ich meine erste Waffe basteln. Ich habe mindestens 10 Minuten gebraucht zu kapieren, warum ich nicht kämpfen kann. Irgendwie war die Waffe wohl im falschen Slot oder es ist da noch ein wenig verbuggt. Die Steuerung für den Kampf ist noch etwas schwierig. Wie man sehen kann, bin ich sehr oft mit dem Rücken zugedreht. Das war ein kurzer Einblick im MMO-Survival-Game Qorborn Nations of the Ultra-Core. Genießt noch den Ausblick am Meer. Für mich hat das Spiel viel Potenzial und ich freue mich jetzt schon auf die Early Access Phase. Vielen Dank für das Zuschauen und schreibt gerne eure Meinung unter dem Video. Bis zum nächsten Mal.